Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Purzelcake. Heute gibt es Schweinefilet mit einer leckeren Bärlauchmarinade und dazu essen wir Spargel mit einer Rhabarber-Erdbeer-Vinaigrette. Schmeckt super lecker und das möchte ich euch heute zeigen. Als allererstes bereiten wir jetzt die Marinade für das Filetfleisch vor. Dazu brauchen wir den Saft von einer kompletten Zitrone. Den presse ich hier gerade aus und gebe den in eine separate Schüssel rein. Dann nehme ich mir meine Knoblauchpresse und presse 3 bis 4 Zehen Knoblauch rein. Das kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, wie groß die Knoblauchzehen sind. Ich habe jetzt hier so eingelegten Knoblauch genommen, die sind ein bisschen kleiner. Da habe ich jetzt 4 Zehen genommen und den presse ich jetzt komplett in den Zitronensaft rein. Dann nehme ich mir etwa 2 bis 3 Zweige von dem Rosmarin, zupfe da erst einmal die Nadeln von ab und dann wird das Ganze klein gehackt und kommt auch mit in die Schüssel rein. Als nächstes nehme ich mir eine gute Portion von dem Bärlauch, das sind circa 10 bis 15 Blätter, die sind auch hier schon frisch gewaschen und auch die hacke ich klein und gebe sie mit in die Schüssel. Sobald der Bärlauch dann auch mit in der Schüssel ist, gebt ihr einfach eine ordentliche Portion von Olivenöl dazu und verrührt das Ganze miteinander. Dann nehmt ihr euch euer Filetfleisch und schneidet es in Portionen. Die Stücke werde ich jetzt noch einmal salzen und pfeffern und dann kommen die Filetstücke ebenfalls in die Flasche, in die Schüssel mit der Marinade. Und da werden die einmal ordentlich da drin gewälzt, sodass die Fleischstückchen komplett bedeckt sind mit dieser Marinade. Und das Ganze werde ich dann mit Frischhaltefolie abdecken und dann geht das für einige Stunden in den Kühlschrank. Ihr könnt das Ganze natürlich abends auch wunderbar vorbereiten für den nächsten Tag und es einfach über Nacht stehen lassen. Aber es reicht auch, wenn ihr das so 3, 4 Stunden stehen lasst. Nun können wir uns um die Kartoffeln und den Spargel kümmern. Die habe ich beide schon geschält, geschnitten und gewaschen und habe sie hier in meinem Dampfgarer drin. So verbrauche ich nicht so viel Töpfe, es gart schonend und es geht einfach schneller. Ich habe das jetzt hier in 2 Etagen und das Ganze kommt nun für 30 Minuten in die Mikrowelle. In der Zeit können wir uns dann schon mal um die Marinade der Kartoffeln kümmern. Da habe ich jetzt hier nochmal von dem Rosmarin ein paar Zweige klein geschnitten, 2 Zehen Knoblauch mit reingepresst. Nun kommt ein guter Schuss Olivenöl dazu, etwas Pfeffer und Gewürzsalz. Das Ganze wird dann miteinander verrührt und erst einmal zur Seite gestellt, bis die Kartoffeln soweit sind. Nun kümmern wir uns um die Erdbeer-Rhabarber-Vinaigrette. Dazu brauchen wir natürlich Rhabarber, ca. 300 Gramm und ebenso 300 Gramm Erdbeeren. Ihr könnt frische Erdbeeren nehmen oder gefrorene, das ist ganz egal. Ich habe jetzt hier noch von den gefrorenen Erdbeeren gehabt. Die frischen sind mir ehrlich gesagt im Moment auch noch etwas zu teuer und dazu für den Preis schmecken sie noch nicht einmal. Deswegen habe ich jetzt hier gefrorene Erdbeeren genommen. Den Rhabarber habe ich jetzt etwas klein geschnitten und werde ihn jetzt hier in meinem Nicer Dicer in ganz kleine Würfelchen schneiden, wie ihr hier seht. Und dann mit etwa 3 Esslöffel Zucker süßen und erst einmal zur Seite stellen. Als nächstes nehmen wir uns dann die Erdbeeren, die inzwischen aufgetaut sind, und pürieren die mit so einem Pürierstab. Stabmixer einfach einmal kräftig durch. Danach wird das Ganze etwas gesalzen und gepfeffert. Ja, mir passiert auch ein Malheur. Blöde Pfeffermühle, einfach reingefallen. Dann gebt ihr etwas Essig und Öl dazu
und vermixt das Ganze nochmal miteinander, schmeckt das Ganze etwas ab und dann könnt ihr das nochmal etwas nachwürzen. Ich habe jetzt hier etwa 3 Esslöffel Essig und 2 Esslöffel Öl reingegeben und das Ganze halt mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Dann nehmt ihr euch die Erdbeermasse und gebt sie einfach über den Rhabarber drüber, vermengt das Ganze miteinander und stellt es dann erst einmal zur Seite. Nach etwa einer halben Stunde ist der Spargel und die Kartoffeln sind nun fertig. Die Kartoffeln gebe ich hier jetzt auf mein Backblech und die vorher vorbereitete Marinade gebe ich jetzt über die Kartoffeln drüber, vermenge das Ganze miteinander und habe dann mich noch dazu entschlossen, etwas Bärlauch klein zu schneiden und den auch noch bei die Kartoffeln zu geben. Also jetzt nicht wundern, dass es jetzt gleich etwas anders aussieht. Also ich habe da einfach noch ein bisschen Bärlauch geschnitten und den drüber gegeben. Das Ganze habe ich dann bei 180 Grad Umluft etwa 20 bis 30 Minuten in den Backofen gegeben und die Kartoffeln spalten so dann schön knusprig gebacken. In der Zwischenzeit können wir uns auch schon mal um unsere Filetstücke kümmern. Die nehme ich jetzt hier aus der Marinade raus und brate die in einer Pfanne an. Sobald dann eure Filetstücke fertig angebraten sind, die Kartoffelspalten fertig gebacken sind und der Spargel gut ist, könnt ihr das Ganze natürlich auf dem Teller schön anrichten. Da gebt ihr einfach von den Filetstücken was drauf, von den Kartoffeln, den Spargel und natürlich von der super leckeren Erdbeer-Rhabarber-Vinaigrette. Diese Soße ist so lecker, die schmeckt auch zu den Kartoffeln super gut. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Es klingt ein bisschen komisch, Erdbeeren als Soße bei einem herzhaften Gericht, aber es schmeckt wirklich super, super lecker. Probiert es auf jeden Fall aus. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Purzelcake. Tschüss!